Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und freue mich, Sie heute bei dNews24TV zu einem D-Talk begrüßen zu dürfen mit Joachim Odenbach. Er ist Pressesprecher der Deutschen Krankenhausgesellschaft und mit ihm möchte ich gerne reden, wie sicher und autonom denn unsere Krankenhäuser sind. Herzlich willkommen, Herr Odenbach. Guten Tag, Herr Müller. Herr Odenbach, vielleicht ganz kurz vorneweg, was macht die Deutsche Krankenhausgesellschaft? Wir sind die Interessenvertretung der Krankenhausträgerverbände, also das heißt der Landeskrankenhausgesellschaft und der Spitzenverbände, und haben damit zum einen die Interessen dieser Verbände zu vertreten in der politischen Diskussion, und zum anderen sind wir Teil der gemeinsamen Selbstverwaltung. Das heißt, wir machen im gemeinsamen Bundesausschuss, sind wir dabei, wenn es darum geht, Leistungen für die gesetzliche Krankenversicherung festzulegen und bestimmte untergesetzliche Maßnahmen und Regelungen festzulegen. Herr Odenbach, wir alle kennen jetzt die Bilder aus Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, im Berchtesgadener Land, diese Starkregenfälle, diese Flutkatastrophe, die dort enorme Schäden angerichtet hat. Wir erinnern uns aber vielleicht auch noch daran, dass vor wenigen Wochen im Westen der USA plötzlich die Benzinversorgung zusammengebrochen war, weil Hacker eine Benzinpipeline angezapft hatten und boykottiert hatten. In Schweden konnten Supermärkte nicht öffnen, weil die Kassensysteme gehackt worden war. Und selbst im Deutschen Bundestag lag einige Wochen der Betrieb still, weil Hacker dort sich in das interne Netzwerk des Deutschen Bundestages eingenistet hatten. Wie sicher sind denn eigentlich unsere Krankenhäuser, wenn ich mir jetzt diese Bilder ansehe der totalen Verwüstung in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz? Da gibt es ja bestimmt auch Krankenhäuser in der Gegend. Funktionieren die noch? Sind die unabhängig von der sonstigen Stromversorgung? Was passiert da? Sie haben jetzt ja alle verschiedenen Schreckensszenarien da auch mit aufgezählt. Ich fange jetzt vielleicht erstmal an mit dem Teil Stromversorgung. Das Krankenhaus ist eigentlich erstmal ganz normal an die reguläre Stromversorgung angeschlossen, ist aber auch verpflichtet, gleichzeitig für Notstromsituationen gerüstet zu sein. Das sind batteriegestützte Notstromversorgungsgerätschaften, das sind meistens Generatoren mit einem Verbrennungsmotor. Die sind aber nur dazu da, um akut eingreifen zu können. Das heißt, im Fall eines Stromausfalles in einer Operation einzugreifen. Beatmungsgeräte müssen ja auch weiterlaufen. Es muss eine Notbeleuchtung geben für eine mögliche Evakuierung etc. pp. Das ist so die eine Baustelle, um immer sicherzustellen, dass nicht in einer solchen Katastrophensituation der Strom komplett ausfällt. Eine Besonderheit bei Krankenhäusern ist auch in der Stromversorgung, dass wir immer Teile abstellen können. Also wir sind in der regulären Stromversorgung, wir können bestimmte Bereiche vom Netz nehmen, um damit möglicherweise auch Strom zu sparen. Das ist einfach eine Sicherheitssituation, die wir da nochmal zusätzlich haben. Für einen langfristigen Stromausfall und eine möglicherweise auch noch zur Neige gehende Reserve an Diesel für den Verbrennungsmotor, dann sind wir natürlich in Extremsituationen, wenn auch über Evakuierungen nachgedacht werden muss, wie wir es jetzt auch in den Bildern gesehen haben, in der Flutkatastrophe, die wir jetzt da haben, wo möglicherweise auch Krankenhäuser unterspült werden können. In solchen Situationen müssen wir evakuieren. Ein großer Vorteil da ist sicherlich bei uns, dass wir viele unterschiedliche Standorte haben und somit auch bei einer Evakuierung das schnell und gut leisten können. Ein anderer Fall ist natürlich die Cybersicherheit. Hackerangriffe haben sich auch in den letzten Jahren Richtung Krankenhäuser vermehrt ergeben. Nicht umsonst wird vieles davon zur kritischen Infrastruktur gezählt. Und wir haben als DKG, als Deutsche Krankenhausgesellschaft, dann auch schon einen branchenspezifischen Sicherheitsstandard entwickelt, der auch vom Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnologie abgenommen wurde. Wesentlich ist, eine hundertprozentige Sicherheit werden Sie nie haben in diesem Bereich, weil Sie natürlich auch in der Anwendung Fehler machen können. Aber wir haben hier einen wichtigen Schritt gegangen, sind wir gegangen, um eine höhere Informationstechnologie-Sicherheit zu erreichen. Aber klar ist, viele Krankenhäuser sind finanziell nicht so ausgestattet, um sich da
komplett auf sicheres Terrain zu begeben. Hier müssen Investitionsmittel nachgelegt werden. Das ist eine der großen Forderungen für diesen Bereich der Sicherheit. Herr Odenbach, ein anderer Punkt neben Strom und Cybersicherheit ist ja auch die Lebensmittelversorgung oder die Versorgung mit medizinischen Ausrüstungsgegenständen. Das sind ja Dinge, die häufig im Keller irgendwo gelagert sind, da wo es nicht so schön ist und wo es nicht so viel Tageslicht gibt. Das ist in normalen Zeiten auch völlig okay. Aber wenn die große Flutwelle kommt, dann kann es ja durchaus auch kritisch werden. Gibt es da gesetzliche Vorgaben oder interne Vorgaben, wie lange solche Vorräte halten müssen, um Notsituationen zu überstehen? Wir haben ja Katastrophenschutzpläne, das heißt also auch die Frage, wo muss ich möglicherweise schneller Materialien, die im Keller gelagert sind, in andere Bereiche bringen. Wir haben eine Vorratslagerpflicht in der Apotheke. Sie müssen also bestimmte Medikamente für 2 Wochen vorrätig halten. Diese Regelungen gibt es. Und ansonsten müssen wir immer davon ausgehen, für den Fall, dass tatsächlich ein Krankenhaus in einer Situation wäre, wo es komplett von allem abgeschnitten wäre, also auch keine Zulieferung mehr von Lebensmitteln möglich wäre, müsste man sowieso schnellstmöglich über den Katastrophenschutz eine Evakuierung durchführen. Also es darf nicht dazu kommen, dass ein Krankenhaus abgeschnitten über lange Zeit mit sich selber zurechtkommen müsste. Das andere, eine gewisse Vorratshaltung, liegt einfach schon grundsätzlich im Interesse eines Krankenhauses, weil wir alle wissen, dass wir uns ein bisschen autark halten müssen. Aber klar ist, kein Krankenhaus kann für Wochen alles vorrätig haben, vom Lebensmittel angefangen bis zur letzten Schutzmaske. Aber gerade im Bereich der medizinischen Gerätschaften, der medizinischen Ausrüstung, der Schutzausrüstung und der Medikamente ist die Vorratshaltung sicherlich absolut gesichert. Und macht das, was Sie sagen, klingt für mich jedenfalls sehr beruhigend. Sie sprechen auch davon, dass es da Katastrophenalarmpläne gibt und dann auch, denke ich mal, Evakuierungspläne. Sind denn Krankenhäuser grundsätzlich so geplant, dass sie genügend breite Zufahrtsstraßen haben, dass, wenn da also auch mal ein Baum umfällt oder irgendwas die Straße behindert, da schnell wieder hingekommen werden kann? Oder muss man da vielleicht dann auch an Bundeswehr-Räumpanzer denken oder so? Gibt es dafür auch Pläne? Ist das alles schon bei Ihnen sozusagen im Hinterkopf immer drin? Ja gut, also das ist natürlich jetzt etwas, das Krankenhaus plant nicht die Zufahrtsstraßen. Das ist sicherlich eine Sache, wo dann die Kommune, die Region gucken muss. Aber klar ist auch, man wird ein Krankenhaus nicht in eine kleine Sackgasse irgendwo am Ende der Welt hinbauen, weil man ja auch mit Notfallwagen noch hinkommen muss. Aber wir kennen es zum Beispiel aus dem Bereich der Hubschrauberzugänge. Wir haben immer wieder Probleme mit dem Hubschrauberlandeverbot, weil es möglicherweise Orte von besonderem Interesse gibt oder von Risikointeresse, sagen wir es so, wo man da nicht landen kann. Also das muss immer mitgedacht werden, aber es wird auch mitgedacht. Man guckt, und bei den Katastrophenschutzplänen gibt es ja auch Übungen, aber das Krankenhaus selber hat nämlich keinen Einfluss auf die Zufahrtsstraßen, ob da eine Baustelle ist, ob es da möglicherweise Probleme gibt, ob da Bäume stehen, die gefährdet wären. Das alles ist Sache der Kommune und die hat dafür Sorge und Sicherheit zu tragen, dass es möglich ist. Herr Odenbach, abschließende Frage. Sie sagten im Zusammenhang mit der Cybersicherheit, dass wahrscheinlich für einige Krankenhäuser mehr Geld zur Verfügung gestellt werden muss, um die Cybersicherheit noch zu verbessern. Gibt es weitere Wünsche, die Sie an die Politik haben, was die Sicherheit der Krankenhäuser anbelangt? Also grundsätzlich haben wir ja immer das Problem, dass die Länder den Investitionsverpflichtungen nicht gerecht werden. Und wenn wir über Sicherheit reden, geht es ja weit über die Cybersicherheit hinaus. Wir hatten das jetzt in der Pandemie, die Frage der Schleusenzimmer für den Infektionsschutz, zentrale Notaufnahmen, die neu gebaut werden müssen, etc. pp. Das sind alles bauliche Maßnahmen, die wir aus den Investitionsmitteln speisen müssen. Und seit Jahren haben wir da ein deutliches Defizit. Wir haben einen unglaublichen Investitionsmittelstau. Also es fehlt ungefähr jedes Jahr über 3 Milliarden Euro. Und das ist natürlich für die Krankenhäuser eine unglaubliche Belastung, weil Investitionen müssen plötzlich aus den
sogenannten Betriebsmitteln finanziert werden. Und dieses Geld fehlt dann an Enden dann. Also hier ist der größte Wunsch an die, das ist kein Wunsch, es ist eine Aufforderung. Wunsch wäre zu sehr, zu gering. Es ist wirklich eine Aufforderung in der Verpflichtung, in der Investitionsmittelzahlung gerecht zu werden. Und an den Bund, wir haben jetzt ein Programm über das Krankenhauszukunftsgesetz, darüber die Mittel, die wir da für Digitalisierung bekommen, auch zu verstetigen. Dass es nicht in einem Projekt bleibt, sondern dass es ein verstetigender Fluss der Mittelzahlung ist, damit wir uns in der Sicherheit, aber auch in der Modernisierung der Digitalisierung zeitgerecht aufstellen können. Ohnmach, ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit heute. Und das letzte Thema, das wir besprochen haben, das werden wir, hoffe ich, nochmal aufgreifen können. Denn der demografische Wandel führt ja zu einer Alterung der Bevölkerung in unserem Land, damit auch zu höheren Anforderungen an das Gesundheitssystem. Und wenn ich von Ihnen jetzt vernehme, dass da ein Investitionsstau besteht und die Landesregierung, vielleicht auch die Bundespolitik mehr Geld investieren muss, dann wird das nochmal ein Thema für uns werden. Für heute aber erstmal vielen Dank. Vielen Dank, Herr Müller.